Wenn du dich gesund ernährst und auch schon relativ wenig über den Tag isst, aber trotzdem keinerlei Gewicht mehr verlierst, dann sind das ganz klare Anzeichen, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist. Was du in dieser Situation jetzt machen kannst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte heute gerne mal mit dir über ein Thema sprechen, was ich immer wieder bei Interessenten höre, die sich bei mir melden und die beklagen, dass sie kein Gewicht mehr verlieren. Es ist wirklich in 75% der Fälle immer wieder der Grund, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist. Woran merkst du, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist? Du merkst das daran, dass du über den Tag dich zum Großteil wahrscheinlich sogar schon gesund ernährst, vielleicht sogar auch ein bisschen Sport treibst und auch relativ wenig isst. Vielleicht isst du nur Mittag und nur Abendbrot, also nur zwei Mahlzeiten und dort auch nicht übermäßig viel. Vielleicht isst du sogar nur eine Mahlzeit. Du isst vielleicht sogar nur Abendbrot. Und über den Rest des Tages gar nichts, aber du verlierst trotzdem kein Gewicht mehr. Dann sind das ganz, ganz klare Anzeichen, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist und dass du eben faktisch einfach gar kein Fett mehr verbrennen kannst. Erst gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Interessenten, der sich jetzt für mein Coaching entschieden hat, der genau diesen Tagesablauf so lebt. Er ist Geschäftsführer einer Firma, er steht früh auf, trinkt einen Kaffee mit einem kleinen Schluck Milch und geht dann auf Arbeit und er isst nichts. Er frühstückt nicht, er ist dann auf Arbeit, hat ein paar Kundentermine, arbeitet im Büro, lässt oftmals meistens auch das Mittagessen ausfallen, trinkt dort eben auch wieder einfach nur ein, zwei Kaffee und geht dann eben am späten Nachmittag und in den Abendstunden nach Hause und nimmt dann eine einzige Mahlzeit über den Tag zu sich und die ist sogar in der Regel gesund. Das heißt, irgendwelche Reispfannen mit Gemüse und irgendwelches gesundes Essen, was jetzt nicht mal irgendwie eine Pizza oder Burger oder Pommes ist. Das heißt, man könnte jetzt hier denken, das ist ja an sich super, weil er isst so wenig, er kann ja faktisch gar nicht zu viel essen und er ist auch noch gesund. Aber trotzdem nimmt er zurzeit absolut kein Gramm ab. Das geht seit Wochen. Er ist dauerhaft müde, er ist abgeschlagen, er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, er ist schnell gereizt und er verliert einfach kein Gewicht mehr. Und dieser Punkt ist dann natürlich zum Verzweifeln, weil was will man in dieser Situation jetzt noch machen? Noch weniger essen geht ja tatsächlich nicht, weil irgendwann würde man ja wirklich verhungern. Diese eine Mahlzeit am Tag, die muss ja tatsächlich sein. Und das ist einfach eine ausweglose Situation. Und das ist das absolute Musterbeispiel von einem eingeschlafenen Stoffwechsel. Du kannst in dieser Situation jetzt nicht noch weniger essen und du verlierst aber kein Gewicht mehr. Und jetzt möchte ich dir an dem Beispiel hier einmal kurz erklären, was da eigentlich passiert und warum jetzt hier nichts mehr vorwärts geht in Sachen Gewichtsverlust. Schau. Unser Körper arbeitet mit Kalorien. Das heißt, der Treibstoff für unseren Körper, dass wir uns eben bewegen können, dass wir arbeiten können, dass wir denken können, dass wir leben können, das sind die Kalorien. Und die Kalorien führen wir über unsere Nahrung zu. Und wenn wir jetzt Gewicht verlieren möchten, wenn wir unserem Körper also etwas wegnehmen möchten, die Reserven wegnehmen möchten, dann müssen wir ihn natürlich dazu ermutigen, diese auch aufzubrauchen. Und das schaffen wir, indem wir eben über den Tag in ein Kaloriendefizit gehen. Das heißt, wir führen uns weniger Energie zu, als unser Körper über den Tag benötigt und verbrennt. Und diese Differenz, die dann entsteht, nimmt er sich dann eben bestenfalls aus den Fettreserven, die noch übrig sind, und wir verlieren Gewicht. So einfach ist erstmal die Theorie dahinter und das ist dir sicher auch nicht neu und das kennst du. Aber das ganz, ganz große Problem an dieser Stelle ist, dass viele Leute dieses Kaloriendefizit einfach viel zu groß wählen. Wenn du jetzt anfängst und FDH, also frisst die Hälfte beispielsweise, umsetzt und einfach nur noch die Hälfte isst von dem, was du gestern gegessen hast und das über Wochen, über Monate hinweg, dann nimmst du deinem Körper ja massiv viel Energie weg, die er eben letztens noch zur Verfügung hatte und mit der er eben auch gerechnet hat und die er einfach auch genutzt hat regelmäßig. Und wenn jetzt diese riesengroße Lücke entsteht, dann bekommt dein Körper natürlich auch buchstäblich Angst vorm Verhungern. Denn mit dem Alltag und dem Energieverbrauch, den dein Körper bis hierhin jetzt durchlebt hat, kommt er jetzt ja nicht mehr hin, weil er eben nur noch die Hälfte an Energie bekommt. Und das heißt, dein Körper muss sich an diese neue Situation jetzt anpassen. Und dabei ist die Folge, dass er einfach seinen Stoffwechsel verlangsamt. Denn dein Körper merkt, es kommt einfach zu wenig rein. Und dein Körper weiß natürlich nicht, dass du jetzt nur zum Bäcker oder in den Supermarkt gehen müsstest und dir eben irgendwelche Lebensmittel kaufen, sondern dein Körper sieht auf der einen Seite nur noch wenig Nahrung, wenig Energie und auf der anderen Seite aber eben seinen aktuell noch hohen Verbrauch.
und die Differenz ist einfach zu groß. Also bekommt er Angst und schraubt seinen Kalorienverbrauch herunter und schläfert buchstäblich seinen, also in dem Fall deinen Stoffwechsel ein, damit er mit dieser geringeren Nahrungsmenge, die du ihm jetzt zuführst, längstmöglich überleben kann, damit er noch lange damit hinkommt. Und jetzt passieren an der Stelle zwei Dinge. Einmal, dass eben dein Stoffwechsel sich verlangsamt, du an sich einfach viel, viel weniger Energie verbrennst, diese ganzen Prozesse in deinem Körper sich verlangsamen, du deshalb Begleiterscheinungen in Form von Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Heißhungerattacken, Gereiztheit und so viele kleine Dinge im Prinzip bekommst, weil dein Organismus sich eben runterfährt und sich das dann eben so auf diese Art und Weise äußert. Und auf der anderen Seite ist er jetzt natürlich hellwach, in seinem Überlebensmodus längstmöglich hinzukommen, dass er jetzt auch dieses überschüssige Fett, was du gern loswerden möchtest, mit aller Kraft festhält. Er will das jetzt nicht mehr abgeben, weil er weiß ja nicht, wie lange diese Hungersperiode jetzt noch anhält. Und das ist dann eine super kritische Situation, in der du dich einfach nur schlecht fühlst, denn du isst ja schon nur noch sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite hast du jetzt diese negativen Begleiterscheinungen, also eben diese Müdigkeit, diese Lustlosigkeit, diesen Heißhunger und das Ganze. Und auf der anderen Seite verlierst du aber nicht mal mehr Gewicht. Das heißt, dir geht es schlecht. Du isst schon kaum noch was, du verzichtest und quälst dich und deine Waage bleibt stehen und du verlierst kein Gewicht mehr. Und das ist ja eine totale Einbahnstraße in die absolute Frustration und in die Niedergeschlagenheit. Und das Problem an der Stelle ist, dass dann eben viele Leute einfach aufhören und wieder anfangen mehr zu essen und dass dann natürlich der Jojo-Effekt kommt, weil der Körper dann natürlich alles wie ein Schwamm aufsaugt und du eben buchstäblich wie ein Hefekloß aufgehst. Aber das lässt sich eben vermeiden, indem du an dieser Stelle jetzt einfach anfängst, deinen Stoffwechsel wieder auf Vordermann zu bringen. Nicht auf der Ernährungsseite jetzt anfangen, wieder mehr zu essen, willkürlich und wahllos, sondern anfangen, das Richtige zu essen. Deinem Körper die Nährstoffe zu geben, die er braucht, auch die Kalorien zu geben, die er braucht, damit er eben gut funktionieren kann. Und dein Problem ist in dieser Situation, dass du eben schon die Zeit zuvor, in der du zugenommen hast, vielleicht sogar dachtest, du hast dich gut ernährt, aber dich eben nicht gut ernährt hast, deshalb auch dieses Übergewicht angehäuft hast und deinem Körper nicht die Nährstoffe zur Verfügung gestellt hast, die er eigentlich gebraucht hätte. Und das war der Grund, warum du überhaupt erstmal in diese Situation gekommen bist, warum dein Stoffwechsel ohnehin schon angeknackst war und du ihm dann eben mit dieser Kalorienreduktion noch den totalen Rest gegeben hast. Wenn du allerdings deinem Körper die richtigen Nährstoffe gibst, das heißt die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße in der richtigen Konstellation und damit auch die richtige Menge an Kalorien, dann läuft er wie ein Uhrwerk und dann kannst du Fett wie am Fließband verbrennen, ohne dabei Hunger haben zu müssen, ohne dabei irgendwie auf gutes Essen verzichten zu müssen und auch ohne 5-mal pro Woche Sport machen zu müssen. Das geht allein über die Ernährung. Du musst einfach nur deinem Körper das Richtige geben. Du musst die richtigen Werkzeuge bereitlegen, damit er damit arbeiten kann. Du kannst dir das bildlich auch ganz einfach vor Augen halten. Stell dir vor, du isst schon gar nicht so viel, aber dein kompletter Alltag, deine komplette Ernährung besteht nur aus Pizza, aus Burger, aus Döner, aus Bier und aus Wein. Dann kannst du dir vorstellen, mit dieser Konstellation wirst du trotzdem kein Gewicht verlieren. Und das ist jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel. Mir ist natürlich klar, dass du dich nicht so ernährt hast, aber das kann es dir verdeutlichen. Das zeigt dir, dass die falsche Nährstoffzufuhr in Summe einfach auch dir nicht gut tut und deinem Stoffwechsel nicht gut tut. Ähnlich wie wenn du ein Benzinauto fährst, also einen Benzinmotor und dort aber jetzt Diesel reintankst. Auch das wird nicht funktionieren, obwohl das eben beides ein Kraftstoff ist. Du musst einfach schauen, was braucht dein Körper, was braucht dein Stoffwechsel, in welcher Konstellation, damit diese Maschine richtig läuft, damit du auf Fettverbrennung schalten kannst. Und dann kannst du auch wieder mehr essen und dann solltest du sogar mehr essen, um aus diesem Hungerszustand rauszukommen, um aus diesem Notmodus von deinem Körper herauszukommen. Denn im Moment krallt er sich ja fest, er will im Moment nichts abgeben. Und jetzt ist es an der Zeit, ihm zu signalisieren, dass keine Not besteht und dass er das auch sehr gern abgeben darf und kann. Denn auf der anderen Seite will dein Körper auch nicht übergewichtig sein. In unseren Genen und in unserem Körper ist es angelegt, in einem absoluten Gleichgewicht sich zu befinden. Das heißt einfach Normalgewicht, eine normale, schlanke Figur. Dein Körper will weder zu wenig sein, noch will er zu viel sein. Denn er weiß auch, dass dieses Übergewicht zu Diabetes, zu Bluthochdruck, zu Blutfettwerten und Schlaganfall, Herzinfarkt, zu so vielen Begleiterscheinungen führt, die einfach super ungesund für dich und für deinen Körper eben sind.
Und das will er nicht. Das merkt dein Körper. Das heißt, der gibt das gern ab. Du musst einfach nur diesen Rahmen schaffen. Du musst diese Rahmenbedingungen schaffen, indem du auf die richtige Nährstoffverteilung achtest. Das heißt, du schaust, dass du die richtige Menge Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu dir nimmst und eben die richtige Kalorienmenge. Und es ist nicht die Lösung, einfach nur noch ganz wenig zu essen. Du kannst normal frühstücken, du kannst normal Mittagessen und du kannst normal Abendessen. Es ist völlig egal, wie viele Mahlzeiten du am Tag isst. Es ist auch völlig egal, zu welchen Uhrzeiten du isst. Ob du abends 22 Uhr noch einen Teller Nudeln isst, das ist völlig egal, weil dein Körper kennt nicht die Uhr. Dein Körper wird das verarbeiten und es kommt einfach nur auf den Gesamtrahmen an, über den kompletten Tag hinweg. Es kommt einfach nur darauf an, dass du deinem Körper das Richtige gibst und zur Verfügung stellst. Also ganz, ganz wichtig, achte auf diese Ausgewogenheit, achte, dass du genug zu dir nimmst und achte auch darauf, dass du alle Nährstoffe zu dir nimmst. Nicht irgendwie einfach die Kohlenhydrate rausstreichen oder jetzt extrem fettarm essen, weil das alles Nährstoffe sind, die für dich und deinen Organismus und für deinen Körper wichtig sind und für deinen Stoffwechsel wichtig sind. Und wenn du willkürlich einfach irgendwas rausstreichst, ohne Sinn und Verstand, ohne dahinter jetzt ein korrektes, richtiges System zu befolgen, dann ist eben genau das hier die Folge. Und wenn du jetzt auch in dieser Situation bist, dass du jetzt gerade schon wenig isst, gesund vielleicht sogar ist, aber trotzdem kein Gramm mehr Gewicht verlierst, dann kannst du dich sehr gern bei mir melden. Dann können wir mal in einem kostenlosen Beratungsgespräch jetzt schauen, welche Nährstoffe du deinem Körper vielleicht entzogen hast, was dort fehlt und was du vielleicht wie in welcher Konstellation wieder hinzufügen solltest, damit eben diese Maschine wieder anfängt zu laufen, damit dein Stoffwechsel wieder in Schwung kommt, damit du wieder Fett verbrennen kannst und damit du einfach wieder Gewicht verlierst und eben diesen flachen Bauch und diese schlanken, straffen Beine bekommst, die du dir wahrscheinlich wünschst. Deshalb geh gerne auf meine Website unter www.steude-sebastian.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Dann nehme ich mir mal etwas Zeit für dich, um mir das alles von dir im Detail anzuhören. Und dann kann ich dir das ganz im Detail auch sagen, was da jetzt gerade falsch ist, was du wie in welcher Situation jetzt lösen kannst, ändern kannst und wie du dort aus dieser Misere wieder rauskommst, damit dein Stoffwechsel wieder richtig in Gang kommt. Ich freue mich von dir zu hören. Auch vielen Dank, dass du bis hierhin mit dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao, ciao.